Wenn in der Stadt der vielen Wunden sich Schwert und Glaube eingefunden, doch von der eisenführend Hand der leuen Blick sich abgewandt, wenn Gold und Macht im Widerstreit mit Brauch und Sitte alter Zeit und Gewirrlinge stehen vor dem Tor, liegt Unheil über Arivor. Hallo ihr Gwirlinge, das hier ist die reichgetächte Tafel des Herrn Gaspare Stellona oder so ähnlich. Dartan hat sich den Namen nicht so genau gemerkt, hat aber ordentlich zugelangt hier und hat sich nur mal nebenbei gefragt, wie es dieser Adlige des zerstörten Arivor geschafft hat, in selbigem eigentlich so einen Tisch decken zu lassen. Aber offenbar kennt der gute Gastgeber Mittel und Wege. Und er kennt mittlerweile auch die Geschichte der Helden, aus deren Mund erzählt, vor allen Dingen Dartan, aber auch Retzan haben die Geschichte berichtet. Was der gute Gastgeber denn schon von der Dottora gehört hat, das ist unbekannt. Das wird vielleicht noch eine wichtige Rolle spielen. Und naja, nachdem er sich angehört hat, wie die Helden denn unten im Untergrund oder dem Theater, ja, das Leben ihrer eigenen Gruppe, aber auch einiger anderer Überlebenden gerettet haben, hat er angedeutet oder es auch ziemlich direkt ausgesprochen, dass er uns etwas anzubieten gedenkt. Einen Auftrag, eine Arbeit, irgendetwas in der Art. Was es ist, wissen wir noch nicht. Und deswegen übergebe ich jetzt an Moschen, der das vielleicht weiß, vielleicht aber auch nicht. Mal gucken. Ich sollte es hoffentlich wissen. Das wäre etwas hilfreicher. Ja. Genau, nachdem ihr eure Ausführung beendet hat er ja eben gesagt, dass er eure Beweggründe aus dem Grund erfahren wollte, weil er eben selber ein Anliegen an euch hat. Und ja, deswegen erhebt er sich auch und darf ich mich noch einmal bei Ihnen allen richtig vorstellen. Macht eine kurz knappe Verbeugung und jetzt blende ich euch einmal das Bild im Roll 20 ein. Mhm. Müsste jetzt bei euch eigentlich alle angezeigt werden, oder? Ja, das ist perfekt. Toll, das Bild. Ja. Und wenn ihr auf dieses Video geht, müsstet ihr auch den Text haben. Also er stellt sich eben nochmal vor. Mein Name ist Gaspar Stellona und ich bin nun ja der Patriarch der Vince-Dynastie Stellona hier in Arivor. Mhm. Und Nachfolge der heiligen Raya Lina. Falls Ihnen dieser Name etwas sagt. Guckt etwas fragend in die Runde. Dartan sagt das vielleicht was, aufgrund Kulturhintergrund. Nimru ja, schaut schon seit dem Wort Patriarch ziemlich verwirrt. Ja, also dir sagt es am Rande etwas, das ist einfach eine Heilige, die sich einen Namen durch verschiedene Heldentaten gemacht hat. Hm. Eine Arivor-Heilige nehme ich an, ne? Ja, nicht nur in Arivor, aber vor allem in Arivor. Also man kann es mit einem Held vergleichen, also sowas wie, ne, wenn jetzt eine Abenteuergruppe sehr viel heldenhafte Taten gemacht hat. Nur wird als Heilige wirst du dann noch gesprochen, wenn du über die Kirche halt oder ne, verschiedenen noch sagen, ja, du bist auserkoren von der Gottheit und ne, hast irgendwas ganz Besonderes gemacht. Genau. Und genau, ja, der Wein kommt aus meiner Familie, dort eben aus diesem teuren Wein, den ihr euch auch eingegossen habt und den ihr auch probiert hattet. Dartan nicht. Dann auch nicht. Stimmt, dann haben es nur Nimru und Retzan getrunken. Und Khajiit. Okay, genau. Also ihr. Trotzdem sagt euch allen der Name natürlich etwas, also der Bosporania-Wein, das ist halt einer der teuersten und der besten Weine in ganz Aventurien. Genau. Er erzählt dann noch ein bisschen sehr ausschmückend, im Groben eigentlich genau das, was halt ja in der Bio von ihm steht. Also, dass er eben Kunst verliebt ist und sich selbst auch als Künstler sieht und als Lebemann und ne, schmückt es halt alles sehr schön aus. Und nachdem er abgeschlossen hat, lässt er das erstmal einen Moment wirken. Ich möchte gerne wissen, was Dartan dazu weiß, dass er sich hier als Ratsvorsitzender offensichtlich vorgestellt hat. Was heißt denn das? Das heißt, für mich als Spieler und für die Zuschauer.
Das heißt, es gibt zwar einen Herrscher in Arivor, ja, aber ähnlich wie jetzt bei uns in unserer heutigen Zeit mit England, gibt es immer noch einen Rat, der halt große Entscheidungen trifft. Und der Herrscher könnte, also hört auf den Rat seines Rates. War kann das aber da, wo die Dottora hin ist, als wir den Erzherrscher gesucht haben? Die wollte ja zu irgendwelchen Räten gehen und ist dort abgeblitzt und ist zerzaust zurückgekommen. Genau, das war genau dieser Rat. Ah ja, okay. Und also mit dem britischen Unterhaus vergleichbar jetzt, der Rat, oder was meinst du? Mit was? Mit dem britischen Oberhaus vergleichbar, oder? Ja, genau. Also nur, dass der Erzherrscher hier noch ein wenig mehr Macht hat, weil er könnte auch sagen, wenn der Rat jetzt einstimmig sagt, nein, wir erklären keinen Krieg, kann der Erzherrscher immer noch sagen, doch, wir erklären Krieg, und dann ist das gesetzt. Also das letzte Wort hat immer noch der Erzherrscher, aber der Rat ist schon sehr mächtig. Genau, und er ist halt Vorsitzender von diesem Rat. Also damit ziemlich weit oben in der Hierarchie. Und er muss sich irgendwelchen Wahlen stellen, oder? Dann und wann mal, oder wie geht das? Der Rat wird, es wird entschieden, wer in den Rat kommt. Und meistens hat es mit Geburt oder mit Spenden zu tun, wer im Rat ist. Aha. Und wenn jetzt der Erzherrscher verstirbt, also rein theoretisch, ne? Gibt es dann so eine Art, naja, Thronfolge ist das falsche Wort, aber so eine Machthierarchie, bis dann ein neuer Erzherrscher offiziell gekürt ist. Genau, dann wo ist stünde es, er dann in dieser Reihenfolge, wenn der Erzherrscher weg wäre? Theoretisch an dritter, vierter, fünfter Stelle. Nach dem Erzherrscher kommt noch seine rechte Hand. Und dann kommen die obersten Ratsvorsitzenden. Je nachdem, wie viele es gibt, ne, sind die halt auf einer Stufe. Ach, es gibt, also er ist zwar Ratsvorsitzender, aber es gibt mehrere neben ihm, die auch Ratsvorsitzende sind. Das wisst ihr nicht. Wenn er das, der Einzige so ist, so habe ich das gerade verstanden. Also es könnte so in sein. In einer heilen Stadt Arivor sozusagen. Ja. Genau, nein. Ich meine, in einer heilen Stadt Arivor gibt es mehrere, die ihm gleichrangig sind im Rat. Ja. Das meine ich damit. Genau, er ist zwar Ratsvorsitzender in dem Sinne, aber für einen bestimmten Bereich. Aha. Also wie das Oberhaupt einer Gilde. Mhm. Okay. Und gibt es noch einen obereren Ratsvorsitzenden als ihn, also einen Primus Inter Pares? Gibt es so etwas dort? Die rechte Hand vom Erzherrscher. Das wäre der dann, okay. Also Erzherrscher, also dann die rechte Hand und dann kommt schon seine Ebene, wobei er dort auf seiner Ebene nicht der Einzige sein muss. Aha, okay. Genau. Und die rechte Hand vom Erzherrscher habt ihr auch schon kennengelernt. Genau. Das war die Frau an dem Turnierfeld. Richtig. Okay. Also doch eine recht hochstehende Persönlichkeit, wie Dardan es einen sortiert. Genau. Gut, das waren jetzt alles so Off-Topic-Fragen. Habt ihr denn als Charaktere Fragen an ihn? Weil lässt du euch wirklich jetzt eine Pause für Gegenfragen? Ich habe eine Frage. Ja? Was ist Patriarch? Nun, um es in eure Worte zu fassen, das Oberhaupt meiner Familie, ganz runtergebrochen. Ah. Datta. Dardan versucht, während, gerade auch während des Gesprächs zwischen dem Stellona und jemand anderem, also zum Beispiel gerade eben Nimru, herauszufinden, und ich weiß, es wird Richtung Menschenkenntnis gehen und es wird ein ganz fürchterlicher Wurf werden gleich, aber er versucht irgendwie so bauchgefühlsmäßig einzuschätzen, ob ihm die Dottora erzählt hat, dass die Helden den Erzherrscherring haben, das weiß die Dottora aus mehreren Anlässen, und ob sie ihm erzählt hat, dass Dardan ja zu einer einwöchigen Haft verurteilt worden war, rechtskräftig vom Erzherrscher, kurz bevor alles passierte. Diese beiden Sachen würde Dardan einen Dukaten dafür bezahlen, wenn ihm jemand sagen könnte, ob der Typ das weiß oder nicht. Das wäre dann eine Menschenkenntnis auf die Dottora, nicht auf ihn. Auf die Dottora und auf ihn. Die Frage ist halt, ob er irgendwie durch Blick oder so das irgendwie, ne, ob man das da rauslesen kann. Ansonsten wäre es natürlich auch die Dottora, ob sie das wohl erzählt haben wird. Genau, das heißt, du kannst einfach mal eine Menschenkenntnis machen. Die ist dir um eins erleichtert, weil ihr sehr viel mit der Dottora schon zu tun gehabt habt. Ja.
Also bei mir dann wieder plus minus null, weil ich ja diesen Nachteil habe. Wobei der zählt gerade nicht, weil ich... Sie ist ja nicht da. Genau, deswegen. Würde nur zählen, wenn sie im Raum wäre. Genau. Das heißt, okay. Du hast eine Erleichterung von 1. Naja, gucken wir mal, was mein erster Wurf so bringt. Ob es ein Buffy-Wurf wird oder nicht. Gesellschaft, Menschenkenntnis, um 1 erleichtert. 3, 2, 1. Moment, umstellen hier. Kommt sofort. Das ist ein Quirlwurf. Alles ist gut. Alles ist gut. Ist ein Quirlwurf. Alles unter 10. Schön. Ja. Dann hast du die guten Zahlen ja schon wieder weggewürfelt. Genau. Das heißt, die anderen werden jetzt also nur schlechte Würfel haben. Das ist mir egal. Nein, es ist Darth egal. Mir natürlich nicht. das wirst du dich eventuell bereuen hören nachher, wenn dein Leben davon abhängt. Ja. Ich genau. Ahne das schon. Okay, aber jetzt mal zu dem Herrn Stellona und Dartan. Was sagt Dartans Bauch? Also so wie du Dottora kennengelernt hast, sie notiert sich alles Mögliche. Jeden kleinen Scheiß. Das ist richtig, aber die Frage ist, ob sie es weitergegeben hat. Ob ihr das jetzt im Augenblick so wichtig war, dass das weitergegeben werden musste. Und da sie schon vor dieser Katastrophe unbedingt zum Rat wollte, ist die Vermutung, da er Ratsvorsitzender ist, sehr, sehr hoch, dass sie ihm wirklich alles, was sie aufgeschrieben hat, erzählt hat. Also die Chance liegt bei 95%, dass er alles weiß, was dort unten vorgefallen ist. Und auch zuvor. Genau, also, ja. Dann alles, was für ihn fragt sich Dartan gerade, warum er den Ring des Erzherrschers nicht einfordert oder sich zumindest vergewissert, dass wir ihn haben. Weil auch deine Dottora Mycini hat ja vielleicht nicht eine unendliche Glaubwürdigkeit. Aber das ist nur noch so eine Frage, die sich Dartan stellt. Da kannst du auch einen Menschenkenntniswurf machen, der wäre um 3 erschwert. Also ob ich dann darauf mir einen 3 machen kann, warum er das tut. Genau, warum er den Ring nicht von dir einfordert, wenn er doch davon weiß. Okay, dann Dartan grübelt auch darüber nach und mal gucken, ob er auf eine sinnvolle Idee kommt. Nee. Dazu habe ich keine Idee. Es ist dir rätselhaft, warum? Also ja, wobei so schlecht war der Wurf gar nicht, aber gut, ja. Es war halt um 3 erschwert, das ist halt, ne? Ja, eben, aber so schlecht war der Wurf jetzt nicht 3, 8, 13. Na gut, Dartan kommt da auf keine sinnvolle Idee, wirkt aber nachdenklich gerade. Wenn ihr ihn jetzt angucken würdet ihr ihn relativ nachdenklich sehen. So, damit war ich jetzt erstmal dran. Okay, wollen die anderen noch irgendwas wissen, bevor er fortführt? Nee, sondern dir guckt nur aufmerksam, abwartend und ein bisschen ratlos, weil er sich mit der Rolle, die der Typ hier hat, überhaupt nichts, nicht mehr wie ein normaler Bürger halt anfangen kann. Nimu glaubt, sie weiß, welche Rolle er hat, liegt dabei aber ein wenig falsch. Das weiß sie aber nicht, das weiß nur ich als Spieler. Hey, Khajiit oder Retzan, wollt ihr noch irgendwas von ihm? Retzan hätte ihm nur... Ich nenne es mal so, seinen Respekt gezollt, als er halt entsprechend uns seine Vita gerade vorgelesen hat. Ich denke mal, dass mit Retzans Kunde in Kirchengeschichte ihm der Name dieser Heiligen etwas sagt, gerade da er ja recht Raja verbunden ist. Selbstverständlich, dass der Mann hier den Boss Berania verwaltet, ist alleine schon ein so gewaltiger Pluspunkt, das kann man kaum wieder wettmachen. Aber er würde jetzt nichts spezifisch weiter nachfragen oder so. Okay, und bei Khajiit? Ja, Khajiit wurde halt den Wein loben, was er gut geklettert ist. Ja. Er wurde aufgrund des Weines halt loben. Ja, das bedankte. Vielen Dank für das Lob. Immer schön zu hören, zufriedene Kundschaft zu haben. Er lächelt leicht. Nun kommen wir aber zu dem geschäftlichen Teil. Wie ihr mitbekommen habt, ist die Stadt ein wenig im Chaos versunken, sage ich einmal. Und ich sitze zwangsgebunden hier etwas fest. Aber ich möchte gerne zu meinem Anwesen zurück. Und nun, die Straßen sind voller Plünderer, herabstürzender Gebäude. Ein paar Gefahren lauern dort und ich fühle mich hier selber nicht in der Lage, diesen Weg alleine zu bestreiten. Ihre Aufgabe wäre es, mich zu meinem Anwesen zu bringen und dafür zu sorgen, falls dort Eindringlinge sind,
Eindringlinge sind, das Anwesen für mich sicher zu machen. Dartan schaut ihn an und sagt, für wie lange sicher zu machen? Gesetzt den Fall, wir kommen dort an und ihr nehmt dort wieder Stellung in eurem Anwesen. Mhm. Und es sind keine von euren Wachen mehr da, im schlimmstmöglichen Fall. Dann wären wir auf unbestimmte Zeit damit beauftragt, euer Anwesen zu bewachen. Nun, es wäre mir natürlich am liebsten, wenn ihr dem nachkommen würdet, aber ich verstehe natürlich, dass sie eventuell noch andere Aufgaben oder andere Verpflichtungen haben. Von daher eine Befreiung, so, meines Anwesens würde mir genügen. Ich bin sicher, dass ich den einen oder anderen davon überzeugen kann, dann dort Wache zu schieben, an ihrer Stelle. Ah ja. Dartan nickt verstehend. Wo ist denn ihr Anwesen? Ich komme nicht aus Arribor. Nun, das erklärt sich am besten auf der Karte und er zeigt mit der Hand auf den Kartentisch, an den ihr vorhin schon mal vorbeigelaufen seid. Wenn das eine Aufforderung ist, dort hinzugehen, würde Dartan ihr nachkommen, aber ihn natürlich vorangehen lassen. Ja, er steht auch auf und geht rüber zum Zimmer. Und geht rüber zum Kartentisch. Also Dartan folgt ihm. Ob er jetzt alle Figuren ziehen wollen, ist so eine Frage. Bleibt irgendwer sitzen, frage ich so rum. Ich würde halt auch zum Kartentisch gehen, einen Blick drauf werfen, wo er es Anwesen sich befindet. Ja, Melandir folgt jetzt ebenfalls. Angucken. Retzern schließt sich dem auch an, hat aber kein Problem damit, als Letzter zu gehen, weil er sich dann nochmal seinen Krug halb voll schenkt. Gut, also steht ja alle auf, dann brauche ich euch jetzt nicht alle verschieben. Mhm. Ja, Saladier guckt halt neugierig, er lässt halt dann dem Tigerchen ein bisschen Raum, dass falls das liegen bleiben möchte oder am Tisch hocken bleiben will, würde er den jetzt nicht hinterherziehen. Okay. Die Leine ist ja lang genug. Ja. Das heißt, ich werde euch jetzt einfach mal die Karte hier reinziehen. Oh, ich habe euch im Discord, habe ich euch einmal die Karte, das ist halt die offizielle Karte von diesem Abenteuer, deswegen weiß ich nicht, wie das ne, im Video ist mit dem Zeigen. Eher nicht. Sicher, eher nicht. Gut, dann, ja, wie gesagt, könnt ihr euch das einfach mal im Discord anschauen. Er nimmt auch hier und dort ein paar Plätzchen und Steine weg, die scheinbar für irgendwas bestimmt waren und eine Art Legende wird dadurch auch ersichtlich, die ihr unten in der Ecke dann auch seht. Und ja, es sind natürlich jetzt keine Zahlen auf dieser Karte, sondern es ist irgendwie, was weiß ich, ein Dreieck und unten in der Ecke steht dann Dreieck, steht für dies und jenes und, ne? Und wo ist jetzt, bei welcher Zahl ist jetzt sein Anwesen? Genau, dazu komme ich jetzt. Okay. Sein Anwesen ist die 26. Die ist grob, im Südosten. Genau. Und wir sind momentan in der 13. Über 13. Okay. Ah ja, okay. Ja. Das ist nichts. Also es ginge weiter, aber es ist natürlich einmal quer durch Klüfte und Trümmerfelder. Mhm. Genau. Und ihr seht auch, dass spezielle Sachen durchgestrichen sind oder dass da vorher irgendein Zeichen war, das durchgekritzelt wurde. Und dann die 24, die 20, die 3 und so weiter. Also auch alles, was ihr hier auf der Karte seht. Als weil es eingestürzt. Nicht gut, mal. Aber wir wissen natürlich nicht, dass das eingestürzt ist. Wir wissen im Moment nur, aber wahrscheinlich zeigt er uns natürlich eine Karte des noch heilen Arrivor. Weil, woher sollte er ein Satellitenbild des zerstörten Arrivor haben? Richtig. Und auf der heilen Karte sehen wir also, dass wie weit würden, also ist das ungefähr so weit wie das Tomrad-Anwesen, wenn man da hinmarschieren würde, in einem heilen Arrivor? Oder ist das näher? Weil Tomrad war ja angeblich ein bisschen außerhalb, hast du erzählt. Mhm. Von der Strecke her ungefähr, na, wobei im heilen Arrivor wirst du vielleicht wahrscheinlich sogar ein bisschen schneller. Bei ihm. Bei als bei den Tomrads. Genau. Aber Dartans Problem wäre jetzt aber, und das würde er es auch sofort so erkennen, wenn ich mich richtig erinnere als Spieler, dann lag das Tomrad-Anwesen von unserer Position aus gesehen im Nordwesten und seins liegt im Südosten. Also es ist maximal voneinander entfernt. Genau. Die maximal falsche Richtung. Man kann auf keinen Fall am Weg irgendwie einen Yoko abgeben. Richtig.
Ja, zeigt euch eben, ja, hier befindet sich mein Anwesen. Und er zeigt auch, dass dieser Teil und ne, alles, was so um die 27 rum ist, sagt er, dieser Teil soll von Flüchtlingen, was sie berichtet haben, komplett zerstört sein, unwegsam sein. Also erklärt euch so ein bisschen die Gegebenheiten, dass es hier zerstört ist, da ist dies eingefallen. Ja. Aber euer Anwesen steht noch? Gibt es da Augenzeugenberichte, dass dem so sei? Ja, mehrere der Flüchtlinge wurden natürlich befragt, was sie auf ihrer Flucht gesehen haben. Und nun, zumindest die mehrere meiner Gebäude scheinen noch intakt zu sein. Mhm. Zumindest aus der Entfernung hat man heile Gebäude gesehen. Wie es natürlich jetzt direkt vor Ort aussieht, kann ich nicht sagen. Und euer Anwesen ist ein Stadthaus oder ist es auch gleichzeitig ein Weinkeller? Also wo auch Wein gekeltert wird? So. Oder was ist es? Sowohl als auch. Dort befindet sich mein Anwesen. Nebendran die Kellerei. Aha. Ein Lagerhaus. Aha. Und auch ein Ausschank. Und unser Auftrag erstreckt sich darauf, alle gerade genannten Gebäude und das Gebiet dazwischen zu sichern. Einmalig. Nicht das Gebiet dazwischen. Nur mein Anwesen mit der Kellerei, dem Wirtshaus. Also nur die Gebäude, die vor Ort sind, nicht den Weg dorthin. Nein, nein, ich meine natürlich den Weg zwischen den Gebäuden. Die werden ja, ja. Das wird ja ein bisschen Hof geben oder Garten oder genau, was auch immer. Genau, also meinen kompletten Besitz, wenn ihr so möchtet. Ist dieser von einer Mauer umgrenzt, nein. Wo sie dann noch steht? Nein. Nein. Mhm. Nein. Es gibt natürlich eine mannshohe, schmale Mauer. Aber diese ließe sich natürlich überklettern. Also es ist keine Stadtmauer in dem Sinne. Natürlich ist sie ein wenig abgegrenzt, aber es ist nicht schwer, dort rüber zu kommen, zu klettern. Nun, ich meine aber, alles innerhalb der Mauer wäre unser Auftrag. Ja. Also so die Mauer denn überhaupt noch steht. Wenn sie nicht mehr steht, richtig. Müssten wir wissen, wo sie gestanden hat. Genau. Mhm. Retzan räuspert sich. Dartan, bevor du anfängst, einen Lageplan zu zeichnen, werter Herr Erzkastellan, erlaubt mir eine Frage, die in eine etwas andere Richtung geht. Natürlich. Wir haben mit den eben geschilderten Ereignissen durchaus gezeigt, dass unsere Gruppe dazu in der Lage ist, unwegsames Gelände und die ein oder andere Gefahr lebendig hinter uns zu bringen. Doch ihr habt hier, wie zu sehen war, ich behaupte, wenigstens ein Dutzend trainierter Stadtwachen, wohingegen unsere Gruppe, nun, die kampffertigsten unter uns sind selbstverständlich Nimru, er deutet einmal auf sie, dann unser Jäger und dann kommt auch schon dessen Jagdhund. Unser Magier, der werte Herr Khajiit, ist kein Kampfmagier. Und daher drängt sich mir die Frage auf, wieso ihr für eine Eskorte eurer Person sowie das Sichern eures Hab und Gut uns, euren Stadtwachen, vorziehen würdet. Eine berechtigte Frage. Nun, was würde mit diesem Ort passieren, wenn ich hier die Wachen abziehe? Hier lagern Vorräte, Waffen und Flüchtlinge. Wenn ich die Wachen hier abziehe, werden sich die Plünderer hier draufstürzen. Selbstverständlich, aber ihr könntet uns damit beauftragen, anstatt euch zu eskortieren, hier im Lager zu bleiben. Mit den hiesigen Befestigungen wären unsere eben erwähnten kampffähigen Mitglieder dazu in der Lage, mehr zu leisten. Während jemand wie ich beispielsweise, der weder über Kampffähigkeiten noch über herausragende körperliche Fähigkeiten verfügt, mich hier bei den Heilern nützlich machen könnte mit meinem alchemistischen Geschick und meinen Heilfertigkeiten. Nun, die Wachen sind auch dafür abgestellt, dass die Flüchtlinge untereinander nicht, sagen wir, handgreiflich werden. Ah, ich verstehe, natürlich. Die Autorität der Stadtwachen ist in einem solchen Fall selbstverständlich mehr wert als die von uns Außenseitern. Richtig. Und Sie,
und er zeigt halt auf dich und auf deine Gruppe, sollen nur mich, also nur eine Person, begleiten. Hier in diesem Lager befinden sich mehrere Dutzend. Es ist einfacher, eine Person sicher zu geleiten, als, nun ja, auf mehrere Dutzend aufzupassen. Natürlich. Was eure Ausrüstung angeht, müsst ihr euch keine Sorge machen. Wir haben, wie gesagt, Waffen vor Ort. Ihr könnt euch dort natürlich bedienen. Jetzt nicht im Übermaß, dass ihr jetzt mit 5 Schwertern rumrennt. Aber wir sind in der Lage, euch vernünftig auszustatten, dass auch eure Sicherheit und dadurch natürlich auch meine gewährleistet ist. Gut, meine Axt ist beschädigt. Ja, eine Axt lässt sich definitiv finden. Das ist gar kein Problem. Brauche ich mit Retzern eine Menschenkenntnisprobe, ob ich ihm glaube, dass das seine Beweggründe sind? Was glaubst du denn als Spieler, was seine Beweggründe sind? Weil er möchte zu seinem Anwesen, das hat er ja offen gesagt. Nein, ob das seine Beweggründe sind, dass er uns lieber haben möchte als die Stadtwachen. Ich meine, auf Spielerebene ist es mir klar, dass ein NPC keine anderen NPCs damit beauftragt und einfach abhaut, aber... Mhm. Ich würde einfach nur gern wissen, ob Retzer... Mach mal eine Menschenkenntnisprobe, erschwert um 2. Da muss ich noch mal... Das schaffst du. Nee, stimmt. Nee, ich wollte nur gerade noch mal gucken, aber stimmt. Auf Menschenkenntnis habe ich keine Erleichterung. Jo. US 1. An und für sich ja, aber... Wenn du jetzt sagst, du kannst es nicht ausschließen, dann bin ich genau an dem Punkt, weil nämlich vor der Probe war. Ja, ja. Du hast halt eine Qualitätsstufe 1, deswegen kannst du es nicht genau jetzt sagen, daran liegt. Nein, das ist klar. Du hast so ein Gefühl, dass, okay, was würde ihn daran hindern, einfach nur 2-3 Wachen mitzunehmen? Mhm. Also es muss schon einen Weggrund haben, warum wirklich euch, also er möchte scheinbar wirklich euch haben und keine der Wachen. Mhm. Zumal er hat ja einen Adjutanten, der er jetzt rausgeschickt hat. Dass auch der nicht mitkommt, offenbar. Genau, der sah sehr kampffähig aus und warum kommt er nicht zum Beispiel mit? Mhm. Also da irgendwas verheimlicht er, definitiv. Du kannst halt nicht genau sagen, was. Okay, gut, das reicht mir. Erlaubt mir die Frage, aus welchem Grund wollt ihr zu eurem Anwesen? Nun, ich möchte mein Hab und Gut retten vor etwaigen Plünderungen. Aber seid ihr hier nicht von größerer Wichtigkeit als in eurem Anwesen? Nehmt mir das nicht übel. Nun, die Menschen hier brauchen euch, wenn ihr gerade das Stadtoberhaupt seid. Das ist richtig. Dennoch, ich habe hier so viel getan, wie ich konnte. Und nun, ich habe auch sehr viele Vorräte in diesen Lagerhäusern. Nicht nur Wein, sondern auch Lebensmittel. Und davon könnte ich natürlich auch welche hierher beordern danach. Du musst bedenken, Saladier, dass alleine der Wein, gerade der Bosporania, auch beispielsweise für die Raja-Kirche und für ganz Arivor von hohem kulturellem und regelrecht religiösem Wert ist. Mhm. Retzan, durch deine Menschenkenntnisprobe fällt dir auf, bei dieser Erklärung hat er etwas gestockt. Also da musste er scheinbar ein bisschen mehr überlegen. Und das war Retzan klar, dass es in diese Richtung geht. Nun, da mögt ihr recht haben, Retzan, nur wenn die Stadt so zerstört ist, wie wir bis jetzt gehört haben, stellt sich mir die Frage, ob es nicht noch wichtigere Dinge gibt, die wir suchen müssten, als Habseligkeiten. Alle suchen nach Familie. Ihr seid Familienoberhaupt. Das ist richtig. Auch ich habe natürlich Angehörige. Und ich hoffe darauf, dass in meinem Anwesen vielleicht noch der ein oder andere Angehörige ist. Zumal habe ich natürlich für mein Anwesen auch Wachen. Ich gehe zwar davon aus, dass die nicht unbedingt noch da sind, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zum Schluss. Aber so hätten wir noch etwas mehr Schlagkraft gegen diese Banditen, gegen die Plünderer. Saladier nickt nachdenklich. Und ich merke, dass sie noch nicht so vollends überzeugt sind. Von daher möchte ich ihnen als Gruppe noch einen kleinen
Anreiz geben, dass ihn das vielleicht etwas schmackhafter macht. Und er, also er geht jetzt wieder zurück zum Esstisch. Ja, dann folgt ihm wieder. Deutet euch an, ihm zu folgen. Setzt sich ja wieder hin. Ich schnapp dich kurz. So. Und okay. Er greift einmal in seinen Umhang rein und holt einen kleinen Stoffbeutel raus. Macht ihn so ein bisschen auf und schüttet den so auf dem Tisch aus, dass ihr das alles seht. Und ihr seht, es sind mehrere Edelsteine dabei. Und zwar jetzt, Moment. Ihr seht dort drei sehr schöne rote Kristalle. Ihr seht zwei tiefblaue. So sechs Stück, die so von Violett bis Purpurn gehen. Einer, der so ein Himmelblau hat, so ein schönes Blau. Dann drei Goldgelbe. Sieben Stück, wovon ein paar davon durchsichtig sind, bis braun. So, ne? Also so von wirklich braun bis zu durchsichtig, also alle möglichen Facetten. Sind die geschliffen oder sind die noch so roh? Die sehen geschliffen aus. Mhm. Dann seht ihr 10 Stück, die so schwarz-weiß sind und so kleine Verzierungen drauf haben. Und 12 Stück, die so weiß bis weiß-glasig sind. Mhm. Also alles in allem sind das 45 Edelsteine, die da sind, wenn man so schnell überfliegt. Herzan würde kurz mal gern im Kopf ganz grob überschlagen. Er hat selbst keine Steinbearbeitung oder so, also er ist kein Steinschleifer, aber er hat selbst 3 Stücke Silberschmuck mit Edelsteinen in seinem Besitz. Nach wie vor, yay. Deswegen würde er einfach gern mal einschätzen mit einer Handelnprobe, ob wir hier von unter 100, über 100 oder über 300 Dukaten sind, nach Motto reden. Okay, dann mach mal bitte eine Handelnprobe. Für Dartan gilt genau das Gleiche. Ja, Saladin wird es auch versuchen, haha, das wird lustig. Okay, dann für Saladin ist es aber um 1 erschwert, weil du handelst eher mit Tieren anstatt mit Edelsteinen. Und doppelt 20. Yeah! Haha! Nimm mit 1 gelungen! Was macht denn? Was ist denn bei euch los? Oh. Moment. So, also Dartan hat. Warte, ich hab's noch gar nicht. Ich muss mal Dartan hat noch nicht gewürfelt. Plus minus 0 bei mir, ja? Ich würde auch mal versuchen wollen. Oder ist es bei mir erleichtert oder erschwert? Nee, bei dir ist plus minus 0. Okay. Erschwert oder erleichtert bei mir? Auch bei dir plus minus 0. Weil ihr seid von der Akademie, beziehungsweise geht einem bestimmten Handwerk nach. Was würfel ich denn hier zusammen? Sehe ich das richtig, dass der Einzige ist? Aber 2-1! Ich wollte sagen, Kajit hat eine Doppel-1, das ist ein automatischer besonderer Erfolg. Aber sehe ich das uns richtig, dass abgesehen von der Doppel-1, außer Saladin, das keiner geschafft hat? Ja. Geil! Okay, Retzan hat sogar eine Doppel-20, was das ganz gesagt, ja. Schlecht ist, ja. Also Retzan, du hast keine Ahnung, um welche Steine es sich handelt. Du kennst diese Steine und auch die Farben sind eigentlich charakteristisch. Das sind Glasperlen, der will uns übers Ohr hauen. Ja, also du bist davon überzeugt, also diese Edelsteine ist so nicht. Diese Farben sind unnatürlich, also ja. Oh Mann. Du bist auf einem komplett falschen Dampfer. Dartan, ich hab's knapp nicht geschafft. Genau, du kannst ein paar der Edelsteine identifizieren. Mhm. Du weißt zum Beispiel, dass ein paar Amethysten dabei sind, ein paar Granat, aber die sind in der Regel nicht so viel wert. Also, also es sind ein paar schöne Schmucksteine. Khajiit und Saladir, ihr erkennt alle Edelsteine wieder. Es handelt sich um 3 Rubine, die jeder für sich 140 Silber wert sind. Es sind 2 Saphire dabei, die jeweils 120 Silber wert sind. 6 Amethysten, die 1,5 Silber wert sind. 1 Aquamarin für 18 Silber. 3 Bernsteine für je 90 Silber. 7 Granat, je 8 Silber. 10 Onyxe, je 1,5 Silber. Und 12 Mondsteine mit je 1 Silber wert dabei sind.
Das musst du mir bei Gelegenheit mal schreiben, das konnte ich so schnell nicht mitschreiben. Ich mach's einfach. Also vielmehr als 100 Dukaten werden das nicht sein. Also unter 200 Dukaten die auf jeden Fall. So, ihr müsstet jetzt die Liste gekriegt haben, oder? Jupp. Genau. Wo man zusammenrechte? Doch. Kannst du auch nochmal schnell mit dem Rechner zusammenrechnen, aber das ist schon nicht wenig, was da auf dem Tisch also liegt. Es dürften unter 100 Dukaten zumindest sein, sagt mir mein Kopfrechnen im Überschlagen. Ja, so um die 100 würde ich auch nicht so sagen, aber viel mehr hat auch nicht. Naja, alleine die Rubine, die Saphire und die Bernsteine sind zusammen schon 930 Silber. Also ihr kommt da über 1000 Silber. Also es sind über 100 Dukaten. Doch. Mhm. Also es ist schon ordentlich. Aber das wiederum schätzen ja nur Kashid und Saladier so ein. Genau. Alle anderen können das nicht einschätzen. Dartan weiß am ehesten, dass es einen gewissen Wert hat, aber die 100 als Schallgrenze hat er nicht erkannt. Nee. Also, war nicht 100 Silber eine Dukate oder sind 10 Silber? 10. Oh, also, dann ist das echt viel. Also ein Rubin ist 14 Dukaten. Genau. Und davon liegen 3 Stück dort. Also, wie gesagt, das ist schon ordentlich. Klar, ihr müsstet es durch 5 teilen oder wenn ihr einen außen vor lasst. Moment mal. Dartan sagt, ist das die Bezahlung, die ihr uns als Gruppe in Aussicht stellt für die erfolgreiche Anzahlung? Ja. Das heißt, da kommt doch mal oben drauf. Ja, solltet ihr mein ganzes Anwesen zu meiner Zufriedenheit gesäubert haben, sollten sich dort nun Plünderer aufhalten, werdet ihr noch einmal in Dukaten bezahlt. Sollten sich dort keine Banditen befinden, sprich, besteht euer Auftrag nur darin, mich dahin zu bekommen, und ihr werdet die gleiche Menge an Dukaten dennoch von mir erhalten. Ich stehe zu meinem Wort. Wie viel Prozent würde jetzt hier das hier beinhalten von der Anzahlung? Ist das jetzt 50-50? Ja. Ja, genau. Nun, das ist ein Anreiz für Sie, mich dorthin zu begleiten, und über Ihr Entgelt, sagen wir einmal, müssen wir jetzt verhandeln. Dartan lehnt sich zurück, verschränkt die Arme und fragt: Ich gehe davon aus, dass, falls wir uns handelseinig werden sollten, ihr erwartet, dass es unverzüglich an die Umsetzung dieses Auftrags geht? Oder würde es auch später funktionieren? Oder ihr wollen, dass es später überhaupt erst losgeht? Nun, wenn wir uns einig werden, können Sie natürlich noch Ihre Angelegenheiten klären und geben mir dann Bescheid, am besten eine Stunde, bevor Sie aufbrechen wollen, dass ich mich auch noch einmal fertig machen kann. Und dann möchte ich, dass wir unverzüglich zu meinem Anwesen. Aber wie gesagt, selbst wenn wir uns jetzt einig werden und Sie sagen, Sie haben jetzt noch, er zeigt auf Retzern, Sie müssen noch den Heiland hier helfen. Sie können erst morgen aufbrechen, dann geben Sie mir morgen, eine Stunde bevor Sie Aufbruch bereit sind, Bescheid, und dann brechen wir unverzüglich auf. Also ich für meinen Teil kann sagen, dass ich definitiv noch die nächsten 2 Glockenschläge hier verbringen muss, denn erst dann ist der Brauvorgang, der momentan pausiert ist, abgeschlossen. Ansonsten würden die raren Ingredienzien, die wir hier haben, verschwendet werden. Mhm. Ob die Heiler gerade akut meine Hilfe benötigen, kann ich nicht einschätzen. Theoretisch wäre ich in, sagen wir, 2,5 Glockenschlägen abreisebereit. Nun, Ihr Fall war jetzt nur ein Beispiel. Aber wie gesagt, den Zeitpunkt unserer Abreise bestimmen Sie als Gruppe. Ihm muss natürlich klar sein, je länger wir warten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Plünderer in meinem Anwesen befinden, größer. Mhm. Dartan fixiert den Stellona ernst und sagt: Nun,
Für meinen Teil gibt es drei Gründe, die gegen diesen Auftrag sprechen. Oder sagen wir drei Gründe, die seine Ausübung behindern oder verhindern. Da wäre zum einen die Unklarheit darüber, ob ich mich noch im Auftrag der Dottora befinde. Ich denke, das kann man relativ zügig klären. Nun, es würde ein Wort von mir genügen und die sind aus dem Verhältnis mit der Dottora entlassen. Das lässt sich definitiv einrichten. Ich denke auch, nur ja. Ich bin Handwerker. Ich schließe gerne Aufträge ab, offiziell, bevor ich den nächsten antrete. Denn, ne? Ich lasse ungern irgendwelche Dinge umklaren. Ne? Was ebenfalls möglich wäre, Datan, werte Herr Stellone, solltet ihr bei der Dottora, ich sage mal, beantragen, dass sie uns mehr oder weniger an euch ausleiht, dann wären wir, jetzt guckt er wieder Datan an, noch immer bei der Dottora in Lohn und Brot für unseren Tageslohn. Und dennoch stünde dem Auftrag nichts entgegen. Nun, das war auch der kleinste meiner Hinderungsgründe. Ich denke, da findet sich eine Lösung. Ich wollte es nur einmal ansprechen, denn das betrifft ja auch euch, nicht nur mich, dieser Sachverhalt mit der Dottora. Der zweite Grund, der mich momentan zögern lässt, obwohl ich das Angebot für attraktiv erachte, ist die Tatsache, dass ich dem jungen Herrn von Tomrath versprochen habe, ihn nach Hause zu bringen. Und leider liegt das Tomrathsche Anwesen in genau der entgegengesetzten Richtung vom Anwesen des Herrn Stellona. Ich kann also nicht einen kleinen Bogen laufen, um das zu erledigen. Natürlich, aber ich habe Ihnen ja auch gesagt, es wäre für mich auch kein Problem, wenn Sie entscheiden, erst morgen mit mir dorthin aufzubrechen. Data nickt nachdenklich und fährt dann fort. Und zu guter Letzt, er zögert ein bisschen, wurde ich in einer der letzten Amtshandlungen des Erzherrschers von Arivor von selbigem zu einer Woche Turmhaft verurteilt. Nun, das lässt sich definitiv aus der Welt schaffen. Das sollte das geringste ihrer Probleme sein. Aus der Welt schaffen? Data wird hellhörig. Nun, momentan, meines Wissens nach, bin ich momentan die ranghöchste Person hier in Arivor. Und nun ja, es sind bei diesem Unglück viele Menschen verstorben. Auch eine Person, die noch eine Strafe zu erwarten hat, kann ja unglücklicherweise verstorben sein. Das ist ein Papierkram, der sich sehr schnell mit Beisätzen aus der Welt schaffen lässt. Ich möchte jetzt gerne auf Rechtskunde würfeln, wie ich das einschätze, was er gerade vorgeschlagen hat, weil es ist ja offensichtlich eine Lüge. Nö, das ist nicht Rechtskunde, das ist Fexkunde. Ja, wenn er das habe ich gesagt hätte, er begnadigt dich, das wäre Rechtskunde. Er sagt einfach nur, du wirst in der Kartei als tot abgestempelt. Ja, also das wäre eine Menschenkenntnisprobe, bei Schwert um 1, weil ihr ihn halt noch nicht so gut kennt. Na, aber offensichtlich ist das, was er, also eine Begnadigung. Also rechtens ist das nicht, was er da vorschlägt. Ja, das so, also darauf muss ich auch nicht würfeln. Nein, das ist mir nicht klar. Also das ist ein Hinterzimmergeschäft, mehr oder weniger. Also, ne? Er lässt dich für tot erklären oder halt, ne, den Straftäter für tot erklären und ja, sagt halt, dass er das mit einem Dokument und mit seiner Autorität kann er das ohne Probleme machen. Also er fälscht einfach den Namen. Genau. Dass er irgendjemand, der verstorben ist, dann quasi halt die Schuld für ihn übernimmt, sozusagen. Ja, wie er das genau macht, wisst ihr nicht. Oder was er da entscheidet, aber wie gesagt, rechtens ist das definitiv nicht. Gut, dann möchte ich auf irgendwas anderes würfeln müssen. Muss man sagen, was? Nee, langsam. Da ja offensichtlich es klar ist, dass das nicht rechtens ist, sondern eine Mauschelei, möchte Dartan jetzt gerne mit irgendeinem Skill, den er hat oder nicht hat, einschätzen, wie tragfähig diese Lösung denn ist. Nun, wie gesagt, mit seinem Rang, den er hier hat, kann er das definitiv umsetzen. Das ist also
Da wird auch keiner dran zweifeln, weil, ne, wenn der Oberste sagt, das ist so, dann ist das so. Punkt. Und müsste Dathan dann hier sich mit anderem Namen fortan bewegen in Arivor? Oder würde er so deichseln, dass irgendwie ein anderer letztlich den Einbruch verübt hätte? Also das ist ja. Kannst du ihn gerne fragen. Das weißt du nicht, wie er da vorgehen möchte, was er genau macht. Okay, dann frage ich ihn. Kommt darauf an, was er macht. Und Dathan grübelt kurz und sagt, heißt das, ich müsste mich fortan hier in Arivor mit falschem Namen bewegen? Oder ihr würdet einem nachweislich oder wissentlich Verstorbenen das ankreiden, was mir angekreidet worden ist? Das kommt auf den Sachverhalt drauf an. Wer diese Anschuldigungen ihnen gegenüber ausgebracht hat, ob diese Person noch am Leben ist, ob diese Person überzeugt werden kann, das zurückzunehmen. Aber ich sag mal so, mir stehen hier viele Türen offen und ich hätte mehrere Möglichkeiten, auf die eine oder andere Weise das zu lösen. Dann ist es wohl umso wichtiger, dass ich das Haus der Phantomrats besuche, bevor ich einen etwaig neuen Auftrag antrete. Er sagt da dann erst zu sich selbst und guckt dann in die Gesichter seiner Gefährten und liest dort was? Entsetzen? Ich sehe da, also ich würde ihnen zustimmen. Das müsste vielleicht geklärt werden hier mit dem Homrat. Also bei Nimbu siehst du eher Ahnungslosigkeit und Verwirrung. Okay. Galadir wird zustimmend nicken, weil der ja auch gerade am Anfang ja so ein bisschen nach Yuko immer geguckt hatte und ja durchaus planen würde, eventuell dich zu begleiten da in diesem Wege. Genau. Retzan? Was er jetzt halt nicht ausspricht. Ja. Bei Retzan siehst du eher ein leichtes Kopfschütteln. Und wenn er deinen Blick auffängt, wird er sagen, nun, tatsächlich sehe ich es anders herum. Denn die Belohnung deiner improvisierten Begnadigung, sagt er mit einem Nicken in Richtung unseres Gastgebers, bleibt ja erhalten. Also bleibt ja, dass wir nun einmal hier entsprechend jetzt helfen. Wie genau das dann vonstatten geht, ist nicht primär unsere Sorge. Dathan versteht überhaupt nicht, was du gerade willst. Du siehst ihm an, dass er dir nicht folgen kann. Nur okay. Ihr werter Freund versucht ihnen zu vermitteln, wenn sie diesen Auftrag für mich erledigen, als Anerkennung für ihre großen Dienste werden sie begnadigt. Kann ja, ist damit dann hinfällig. Ich formuliere es noch einmal anders und kürzer, Dathan. Wenn wir diesen Auftrag annehmen und erfolgreich beenden, dann bist du deine Strafe los, egal auf welche Art und Weise. Da hat der Herr von Tomrath Senior aller Wahrscheinlichkeit nach keinen Einfluss drauf, egal ob er noch unter uns weilt oder nicht. Darüber hinaus wäre es deutlich wichtiger für unser Lager, hier die Vorräte zu sichern, die der werte Herr Erzkastellan in Aussicht gestellt hat, wenn sein Anwesen gesichert werden kann. Und den Herrn von Tom und den Herrn Tomrath Junior können wir mehr oder weniger bedenkenlos hier im Lager lassen oder, wenn es dir lieber ist, mitnehmen, wo er zweifellos mehr in Gefahr wäre. Also ich sehe es auch für das Lager gesehen als deutlich sinnvoller an, zunächst dem Herrn Erzkastellan zu helfen. Nun, wenn Ihnen die Sicherheit dieses jungen Herrn Tomrath so am Herzen liegt, kann ich ihn auch unter meine persönlichen Schutz stellen, wenn Ihnen das bei Ihrer Entscheidung hilft, dass Sie meinen Auftrag zuerst erfüllen. Was würde das bedeuten? Nun, er ist noch besser beschützt als alle anderen Flüchtlinge. Ich werde extra für ihn eine, oder wenn ihr das unbedingt wünscht, zwei Wachen abstellen, die nur auf den Herrn Tomrath aufpassen. Dathan nickt. Nun,
Ich sollte das mit ihm besprechen. Ich bin immerhin einen Handel auch mit ihm eingegangen, ihn nach Hause zu führen. Und auch, wie ich schon sagte, Mit einer zeitlichen Begrenzung? Nein, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich sofort neue Aufträge bekomme, sobald ich ihn hier an die Oberfläche schaffe. Und wie ich schon sagte, ich beende meine alten Aufträge gern, bevor ich neue angehe. Das ist auch dem neuen Auftraggeber gegenüber nur fair, dass man nicht noch mit Altlasten sich beschäftigen muss, während man schon neue Aufträge hat. Hatte der Junge von Tomrad nicht mehrfach betont, dass er gut mit der Feder ist? Vielleicht könnte er sogar in der Zeit, die wir brauchen, hier im Lager aushelfen, indem er beispielsweise eingehende Berichte mit der Karte abgleicht und ähnliches. Natürlich, ich hätte die Möglichkeit, ihn einzusetzen. Dann wäre er sogar hier in diesem Raum, zumindest einen Teil der Zeit. Und die restliche Zeit könnte er bei unseren Zelten verbringen. Dardan schaut seine Gefährten an und fragt, haben wir denn vor, so wir in nicht allzu ferner Zukunft den Auftrag des Herrn Stellona erfolgreich abgeschlossen haben würden, hierher zurückzukehren überhaupt? Du siehst Retzern nicken. Wie es scheint, wird unsere Hilfe hier durchaus noch benötigt. Und daher wäre ich dem nicht abgeneigt. Ja, zumindest bis wir Yuko nach Hause gebracht haben. Lange bleiben wir hier. Naja, Yuko hier abzustellen für eine Weile macht ja nur dann Sinn, wenn nach Ende der Weile ich wieder hierher komme, um dann ihn nach Hause zu bringen. Das meine ich. Ja? Also wir haben noch ein paar Dinge hier in Arevo ohnehin zu tun. Dutora wird vermutlich oder wird eventuell auch erst einmal nach Hause müssen, gegebenenfalls ebenfalls mit unserer Hilfe, bevor sie uns endgültig aus ihren Diensten entlassen kann und bezahlen. Kann passieren, ja. Und es gibt ohnehin noch ein, zwei andere Personen, denen wir vor den ganzen Ereignissen hier begegnet sind, die wir eventuell nochmal aussuchen sollten, so sie denn noch über der Erde sind. Mhm. Also ich halte es für sinnvoll, diesen Ort hier zunächst für, sagen wir, unser Expeditionsbasislager zu erklären oder anzusehen. Dardan scheint noch nicht ganz überzeugt und sagt, was spreche denn dagegen, den jungen Herrn von Tomrad nach Hause zu geleiten und danach den Auftrag des Herrn Stellona anzugehen? Der Tag ist ja noch jung. Nun, wenn ich dort eingreifen dürfte, es gibt in der Stadt sicherlich noch sehr viele Dorfbewohner, die sich in misslichen Lagen befinden oder nicht wissen, dass hier im Theater ein sicherer Ort ist. Mhm. Wenn wir auf dem Weg zu meinem Anwesen auf eben solche Überlebende treffen, könnten wir sie dadurch retten. Und die hier ins Lager bringen. Schicken. Moment. Oh, wie Gott gefällig. Retzan würde auch einhaken und sagen, darüber hinaus, wie der Herr Erzkastellan bereits gesagt hat, ist die Gefahr, dass Plünderer sich in seinem Hab und Gut einnisten und seine Familie bedrohen könnten, die eventuell dorthin geflohen ist, umso höher, je länger wir warten. Es kommt hinzu, dass nach wie vor ich zumindest nicht darüber informiert bin, wie viele Vorräte es hier im Lager gibt. Und mehr Vorräte frühzeitig zu sichern, ist immer eine gute Idee. Ja. Und wenn das Anwesen gesichert ist, würde das ebenfalls anderen Flüchtlingen auffallen, die dort dann wiederum entweder Zuflucht suchen könnten oder aber von dort aus hierher geleitet werden könnten. Tja, schwierige Entscheidung. Worauf würfel ich denn da? Imgu schaut von einem zum anderen und versteht nicht mehr wirklich, worüber ihr redet. Ihr verwendet so komplizierte Sprache, dass sie sehr verwirrt aussieht. Schau ich mal, ob Retzan das auffällt. Er ist ja momentan doch recht stark auf den Adligen und hätte, würde, könnte. Diese ganzen Formen versteht sie nicht.
Dartan verschränkt die Arme und sagt, mir ist bei der ganzen Geschichte nicht wohl. Ich möchte gerne erst den Tomrat nach Hause bringen. Ihr könnt ja hier schon Vorbereitungen treffen. Nun, Moment, du willst alleine los? Wer mich begleiten kann, ist herzlich willkommen, aber man ist schneller und wird weniger bemerkt, wenn man in einer kleineren Gruppe unterwegs ist. Nun, Herr Lamea, wie wäre es denn, wenn Sie Ihren Vorschlag, den Sie vorhin angebracht haben, in die Tat umsetzen? Sie sprechen erstmal mit dem Herrn Tomrat oder, wenn Sie es wünschen, spreche ich gerne mit ihm. Das halte ich für einen überaus sinnvollen Vorschlag. Vielleicht sollten wir ihn einfach kurzerhand hier zur Runde dazu bitten. Ich kann das nach ihm schicken lassen. Das wäre kein Problem. Eine gute Idee. Wer passt auf Zelt auf dann? Rufus. Ihr Zelt ist nicht in Gefahr. Wie gesagt, wir haben hier mehrere Wachen postiert. Das Retzan legt Nimro eine Hand auf den Oberarm und sagt, Rufus passt auf. Genauso gut geschützt wie jetzt. Ah. Ob sie die Anspielung heraushört, weiß ich nicht. Rufus bessere Ohren als Yoko. Ja. Also wünscht ihr, dass ich den Herrn Tomrat hier zu uns bitte? Ja. Ja, in der Tat. Lasst uns das klären. Gut, dann entschuldigt mich einen Moment. Ich werde kurz eine der Wachen vor der Tür Bescheid geben. Und Retzan nutzt die Zeit. Er fängt erstmal an, für Nimro in einfachen Worten das zusammenzufassen, was hier eben diskutiert wurde, weil er mit seiner Menschenkenntnisprobe aufgefallen ist, dass sie das, dass wir sie irgendwo relativ am Anfang abgehängt haben. Ganz kurz, ihr seht, wie er zur Tür geht, die aufmacht und ihr hört ganz leise gedämpft Stimmen durch die Entfernung. Aber die Tür ist offen. Also wenn er jetzt schreit, würde er das wahrscheinlich mitkriegen. Aber normal unterhalten könnt ihr euch. Wenn er an der Tür ist, hebt Retzan einmal den Finger an Nimro gerichtet, dass sie versteht, dass sie kurz warten soll, wendet sich dann an Dartan und fügt in leiser Stimme hinzu, wir müssen auf jeden Fall noch die Frau hier sowieso, er fügt den Namen ein, von der Eingelegten, von der rechten Hand des Erzherrschers, aufsuchen, weil sie die richtige Empfängerin für den Ring ist, so sie noch lebt. Und wir werden eventuell ein, zwei Tage brauchen, um sie hier in Ariva zu finden. Dartan tuschelt zurück. Das wird uns nicht gelingen, wenn er bei uns ist. Und deutet mit dem Kopf nicht so. Nicht bei uns. Aber dass wir so lange das Lager hier als unser Quartier nutzen können, solange wir noch hier in Ariva etwas zu tun haben, meine ich. Ich habe weniger Sorge um dieses Lager als darum, dass irgendwer entweder dann hier schon Yoko erkennt und nach Hause geleitet oder er sich auf eigene Faust davon macht. Letzteres halte ich für ebenso unmöglich, wie dass Raja hierher kommt und persönlich alles wieder aufbaut. Ihr müsst bedenken, sein Vater ist dafür verantwortlich, dass ich in den Turm muss. Wenn ich ihm seinen Bengel zurückbringe, dann kommen Dinge vielleicht auch in Bewegung, ohne dass Terstelona eingreifen muss. Boah, muss ich da überhaupt Götter und Kulte würfeln, um zu wissen, dass so ein Erz-Rondrianer da nicht auf diese Idee kommt? Worauf du jetzt würfelst, ist mir jetzt egal. Brauchst du eigentlich nicht würfeln, weil, also stimmt, wenn der Junge heil nach Hause gebracht wird, wird der Senior sich definitiv erkenntlich zeigen. Ob es jetzt in dem Sinne ist, dass er ihm die Haftstrafe erlässt, also sprich die Anzeige zurückzieht oder ihn anders. Also irgendwie würde er ihn dann schon vermutlich mitnehmen, okay, ihr habt meinen Sohn nach Hause gebracht, was begehrt ihr? Und dann wird er versuchen, das in die Tat umzusetzen. Genau, das ist so Dartans leicht zu durchschauender Plan. Mhm. Also du siehst Retzern nur die Stirn in Falten ziehen und sagen, Rondrianer, und ich glaube nicht, dass so ein erzgläubiger Rondrianer das Urteil des obersten Rondrianer als Erzherrscher
überwerfen wird. Nein, es geht nicht. Er wird dir gewiss eine Belohnung anbieten und so weiter, aber das wird an deiner Haft nichts ändern. Darum, da jetzt würfel ich auf Rechtskunde. Ich möchte echt mal auf Rechtskunde würfeln. Gut, dann mach deinen Rechtskundewurf. Der geht sowieso in die Hose. Das ist Klugheit, Intuition. Das kann nichts werden. Aber ich möchte halt wissen, ob, wenn ich jetzt, wenn Tomrad Senior noch am Leben wäre und ich ihm Yuko nach Hause brächte, ob es überhaupt weitere legale Wege gäbe, dann diese Strafe irgendwie umzuändern, aufzuheben, zu neutralisieren durch eine gegenteilige Belohnung oder dergleichen mehr. Das würde ich gerne einschätzen können. Mhm. Ist das jetzt für mich irgendwie erleichtert als Horasier oder ist das jetzt irgendwie plus minus null? Das ist plus minus null. So, Achtung, Fail incoming. Boah, mit 5, 9, 3 schafft man viele Proben. Ja. Ja. Also durch einen Gefallen eine Haftstrafe aufzuheben, wird nicht wirklich funktionieren. So eine Aufhebung deiner Strafe ist halt durch eine Begnadigung, durch ein Schriftstück einer sehr hochgestellten Person wahrscheinlicher, deutlich wahrscheinlicher. Also du willst mir damit sagen, dass Stellona mir glaubhafter in Aussicht stellen kann, dass die Begnadigung auszustellen, als ich glaube, dass ein Herr Tomrad, der überhaupt noch lebt, irgendwelche Hebel betätigen könnte. Weil einfach der Herr Tomrad, also der Senior, vom Stand her viel zu gering ist, geschweige denn, ne, wie Letzern bzw. Patrick schon sagte. Mhm. Ja. Deswegen, also die Chance ist deutlich höher, dass Gaspar sich aus der Scheiße boxt, als, ja. Okay, der Senior. Gut. Saladier wird in dem Moment, wo der aufsteht und zur Tür geht, so ein Ohr Richtung Ausgang richten, ob er irgendwas aufschnappen kann an Wortschätzen, was der draußen, ob der noch irgendwas sagt, also was interessant ist. Und ansonsten dem Gespräch am Tisch noch folgen. Ja, kannst du mal eine sinnliche Probe auf Gehör machen. Wo haben wir es denn? Ist aber erschwert um 1. Was sich dann mit dem besseren Gehör ausgleicht, also plus minus 0. Okay, ja. Ja, du kriegst nur Gesprächsfetzen mit, weil dafür ist einfach die Entfernung zu groß, aber das, was sich dir daraus erschließt, ist einfach, der schickt jetzt wirklich eine der Wachen los, um den Yuko zu holen. Also der junge Herr Tomrad wird nochmal kurz beschrieben, wird gesagt, hier, der wird vermutlich dort und dort sitzen, vor einem Zelt. Also das, was sich Gaspar eben zusammenreimen konnte aus euren Erzählungen, aus der Beschreibung von der Totora. Also es macht Sinn, also und er macht halt wirklich das, was er gesagt hat. Mhm. Dann würde er sich noch an seine Gefährten am Tisch wenden. Und was ist, wenn wir den jungen Tomrad mit uns nehmen? Bis jetzt hat das sehr gut funktioniert und dann hätten wir ein Auge auf ihn. Besser wie vielleicht die Stadtwachen hier. Das sollte er selbst entscheiden dürfen. Immerhin, es wird nicht ganz ungefährlich sein. Die Bedenken des Herrn Stellona teile ich durchaus. Und Nimro hat nur einen Rücken, in dem hilflose Personen stehen können. Und davon haben wir schon recht viele. Zweifelt ihr an unseren Fähigkeiten? Ich zweifle an meinen eigenen Fähigkeiten, mich selbst am Leben zu erhalten. Dafür brauche ich andere. Und das Verhältnis stimmt nicht mehr, je mehr Schutzlose wir mitnehmen. Bleib fast dran. Okay. Ja, wollte nur ein Schild. Geheimes besprechen, sonst würde er jetzt zurückkommen. Nein. Nö. Okay. Also ich nicht. Ist er leider auch nicht. Okay, da keiner was sagt, ja, macht er sich dann wieder auf den Weg zurück. Er eilt jetzt nicht groß, ne? Eher gemütlich. Setzt sich wieder zu euch an den Tisch und nun, es wird ein paar Minuten dauern, aber dann sollte der junge Herr Tomrad hierher kommen. Mhm. Ja, da haben wir dann nichts tun, bis das passiert ist. Nun, wie sieht es aus? Sollen wir uns schon einmal über eure endgültige Entlohnung behandeln? Weil so wie ich euch verstanden habe, seid ihr nicht abgeneigt, diesen Auftrag anzunehmen. Die Frage ist nur vom Zeitpunkt. Dartan wirkt ein bisschen in sich gekehrt. Saladier guckt seine Gefährten an. Du siehst, wie Retzan auf den Tisch guckt, sich über den Bart streicht und offensichtlich im Kopf entweder etwas durchrechnet, kalkuliert oder formuliert.
Was mit den anderen? Unser Kreditflüsser rettet etwa die Summe der Edelsteine zu, wie viel das Karten wären. 104 Dukaten wären das. Wir sitzen leider an so ziemlich entgegengesetzten Enden des Tisches, also unser Gastgeber kann dich besser hören als ich, ja, selbst ohne mein Knalltrauma. Okay. Und zudem hättest du ja gar keinen Grund, ihm das mitzuteilen, weil er hat ja nicht gesagt, er weiß nicht, was das wert ist, sondern... Wäre ein bisschen komisch, wenn du jetzt... Ach, übrigens! Und so wie er sich gerade überlegend über den Bart streicht, interpretiert man das so, als er weiß genau, was das wert ist und rechnet gerade durch, was er sonst noch verlangen kann. Ja, das stimmt, das könntet ihr annehmen. Ich brauche eure beste Axt. Nun, da kenne ich mich zu wenig aus, aber ihr werdet nachher zu unserem Waffenlager geführt und dann sucht ihr euch dort eure Waffen aus. Gut. Das Schild ist geliehen. Nun, reparieren werden wir es nicht können, aber wir haben Ersatz. Ich muss nur ein anderes, gleich gutes Schild haben, damit das wieder an Dayun zurückgehen kann. Nun, wie gesagt, wir haben Ersatz für solche Fälle. Es liegt ja auch in meinem Interesse, dass ihr bestmöglich ausgerüstet seid. Gut, also, während wir warten, sollen wir schon einmal mit unseren Verhandlungen anfangen, oder? Nur zu. Wie wäre es mit folgendem Angebot, Herr Stelone? Retzan richtet seine ungeteilte Aufmerksamkeit auf ihn. Also neben Retzan könnte Rufus anfangen, mit dem Tiger zu jonglieren und er würde es nicht mitbekommen. Währenddessen tut er natürlich die Edelsteine wieder ein bisschen zusammen machen, ne, dass jetzt keiner von euch Langfingern da zugreifen sollte. Aber er lässt sie noch draußen liegen. Ähm, 15 Dukaten für jeden von uns, der euch eskortiert. Und jeden Götterlauf für die jeden Götternamen für die nächsten 10 Götterläufe steht einem von uns eine von euren Flaschen Bosporania zu. Unentgeltlich. Nun, da ich nicht weiß, wie es um meinen Bestand bestellt ist, kann ich euch schlecht in anderen Wertgegenständen entlohnen. Wenn mein Lager zerstört ist oder schon geplündert ist und die Sachen sind nicht auffindbar, kann ich euch nicht versprechen, natürlich entsprechend einzuhalten. Das natürlich, aber ihr würdet ja sicherlich neue Reben züchten und dann würde eben die... Es setzt dieses Wort in Anführungszeichen mit den Fingern Schuld dieses Götterlaufs in den nächsten übertragen werden. Und das ist ja nichts Ungewöhnliches. Nun, ich habe keine Vorstellung davon, wie die Felder aussehen, wie die Destillen aussehen. Dann lasst es mich anders formulieren. Zu dem Zeitpunkt oder ab dem ab dem Götternamen, der auf den Götternamen folgt, in dem ihr das erste Mal wieder Bosporania erfolgreich gewinzert habt oder habt lassen. Mhm. Ab diesem Punkt für die nächsten 10 Götterläufe. Werdet ihr denn hier in Arivor bleiben oder in den umliegenden Dörfern? Das ist dann ja unsere Angelegenheit, auf welche Weise man dies dann akquiriert. Aber nun, ich kann schlecht, wenn sie sich jetzt in alle Winde verstreuen, kann ich schlecht für jeden von ihnen pro Monat oder pro Götterlauf einen meiner Reiter für ihn schicken. Das wäre logistisch nicht umsetzbar. Nein, ich habe mich falsch ausgedrückt. Für uns als Gruppe.
Und wir müssen uns dann untereinander absprechen, wer dieses Recht entsprechend in Anspruch nehmen darf. Und selbstverständlich seid ihr in keiner Bringschuld. Wir sind es, die auf irgendeine Weise entweder persönlich vorbeikommen und ihn abholen oder einen Transport organisieren müssen. Nur eben, dass wir auch nicht jeden Götternamen hier aufschlagen müssen, sondern eben auch vielleicht nur dreimal im Jahr dann halt jeweils 4 Flaschen entgegennehmen oder ähnliches. Aber das sind dann ja die Details, die wir alles ausarbeiten können. Wärt ihr dazu grundsätzlich bereit, eine solche langfristige Verpflichtung einzugehen? Nun, wenn ihr sie für euren Eigengebrauch verwendet? Nicht für kommerzielle Zwecke, selbstverständlich. Gut, dann ließe sich so etwas definitiv einrichten. Ich würde dann aber eher ein anderes Verhältnis wählen. Sprich, alle drei Götterleute, oder alle drei, ich weiß jetzt, das ist das Äquivalent zu den Monaten nicht. Göttername. Göttername. Alle drei Götternamen ein Fass. Anstatt das, jetzt. Das ist selbstverständlich mindestens ebenso akzeptabel. Sondern die räuspert sich. Ich kann mit Wein nicht besonders viel anfangen. Mir wäre eine andere Bezahlung lieber. Dann kannst du etwas von. Dann werde ich meine Dukaten von der Entlohnung mit dir teilen und dafür hast du dann halt keinen Anspruch auf den Wein, sondern ich. Das würden dann wir in unserer Gruppe ausmachen. Genau. No. Gut, was das Finanzielle angeht. Ihr wollt 15 Dukaten pro Person. Mhm. Für das sichere Geleit und die Räumung meines Anwesens von unerwünschten Gästen. So hattet ihr es formuliert, ja. Mhm. Sofern unerwünschte Gäste anwesend sind. Richtig. Sollten die entfallen, dann ist dies hinfällig. Dann wird euch eine Ratte über den Weg laufen, dann ist das der unerwünschte Gast. Er lächelt. 15 Dukaten pro Person. Das schließt nur sie hier am Tisch ein und nicht etwaige Begleiter. Und er guckt so ein wenig auf den kleinen Tiger. Richtig. Lediglich Kulturschaffende, sagt man ja in Aventurien üblich, quasi für Menschen, Elfen, Zwerge etc. Gut. Und nur wir fünf. Sollten wir noch weitere dazu rekrutieren, sozusagen, selbstverständlich nicht. Sehr gut, das wäre meine nächste Frage. 15 Dukaten. Das wäre definitiv machbar unter einer Bedingung. Ich habe sozusagen die Gefehlsgewalt über sie. Sprich, wenn ich etwas für eine gefährliche Situation halte, ist es mein Recht, ihre Kriegerin, er zeigt auf Nimru, bei mir zu behalten, damit sie mich bestmöglichst schützen kann. Wie versiert seid ihr, wenn es darum geht, in der Wildnis und ja auch in einer Gefahrensituation den Überblick zu behalten? Nun, meine Kenntnisse in der Wildnis beziehen sich auf Kutschfahrten und zweimal im Jahr auf eine Jagd. Nun, dann nehmt es mir nicht übel, aber nun, wenn ihr unsere Kriegerin und nun mal, wie ihr bereits erfahren habt, sind wir nicht besonders kampfstark. Als eure persönliche Leibwache haben wollten, in einer Gefahrensituation, wird es für uns umso schwieriger, diese zu bewältigen. Anstatt, wenn sie an erster Linie in der Front steht. Nun, wenn aber eure beste Kriegerin an der Linie steht, wer bürgt dann für meine körperliche Unversehrtheit? Nun, diesbezüglich kann ich nur sagen, er ist momentan nicht hier, aber unser Jäger Saladir hat einen Jagdhund, den, wenn ihr ihn seht, also ich für meinen Teil habe Wölfe, ausgewachsene Wölfe gesehen, die kleiner waren als dieser Hund.
Er wäre definitiv in der Lage, in der hinteren Reihe quasi als zweite Schutzlinie zu dienen, wenn ihr das so sehen wollt. Doch eine so eindrucksvolle, gepanzerte Gestalt wie Nimru wäre sicherlich am effektivsten einzusetzen, wenn sie vorne steht und eventuelle Plünderer und ähnliche Leute, die ja letzten Endes nichts weiter sind als verzweifelte Stadtbewohner, es sich dadurch nochmal überlegen, ob sie uns überhaupt attackieren. Außerdem würden selbstverständlich, selbst wenn wir nicht besonders kampffähig sind, doch auch unser Magier Khajiit und ich auf jeden Fall ebenfalls würden bei euch bleiben. Das heißt also, notfalls und Retzan lächelt einmal kurz ein wenig, so als wäre es ein halber Scherz. Notfalls würden unsere Körper also die Schläge abfangen, die in eure Richtung gehen. Mhm. Eine Sache ist wichtig. Ja? Ich bin kein Sklave. Ich kämpfe nicht bis tot. Ich sichere Rückzug. Aber werde nicht in euren Namen Duell oder sowas machen. Nun gut, eure Aufgabe ist es ja, mich zu meinem Anwesen zu bringen. Auf welchem Wege ihr das schlussendlich schafft, ist euch überlassen. Nur sollten wir nicht unnötig viel Zeit damit verschwenden, natürlich jetzt noch Ausflüge in den entferntesten Winkel der Stadt zu unternehmen. Ich würde den direkten Weg schon vorziehen. Retzan guckt auch einmal zu Datan rüber, jetzt wo die beiden quasi kurz miteinander reden, der auffällig still oder für ihn ungewöhnlich still ist. Ja, Datan ist aufmerksam, hat dem Gespräch aufmerksam gefolgt und scheint erstmal zu warten, bis hier irgendwie was, also bis sich eure Fragesituation hier aufgeklärt hat, scheint aber selber noch was beizutragen zu haben. Gut, gut, also ihr... Nun, ich brauche noch eine Art Gewährleistung von Ihnen, dass ihr mich, nun ja, im Angesicht der Gefahr, dass ihr meine Flucht, meinen Rückzug zuerst deckt und nicht, nun ja, dass sie alle sich in alle Winde verstreuen und, nun ja, ich einem wütenden Mob alleine gegenüberstehe. Habt ihr dafür nicht vorhin unsere Motivationen abgefragt? Sei es jetzt, er deutet auf Saladier und sich selbst, die grundsätzliche Bereitschaft für andere Gefahren einzugehen. Er deutet auf Datan, der Pragmatismus des Geldes, was bei euch in großer Menge vorhanden ist. Naja, in großer Menge ist jetzt ein wenig übertrieben, aber... Man wird nicht Erzkastellan, wenn man nur über ein Taschengeld verfügt. Entschuldigt meine ich bin auch sehr beliebt. Ich bin auch sehr beliebt hier in Arevo, aber mir geht es eher um die Aussage ihrer Kameradin, dass sie eben, nun ja, nicht bis zum Tod, sondern den Rückzug. Welche Sicherheit habe ich, dass sie nicht einfach ihren eigenen Rückzug deckt und mich dann... vollverendete Tatsachen stellt. Das Mein Wort. Nimru ist, als wir unten in den Höhlen waren, im wahrsten Sinne des Wortes in einen Großbrand gesprungen und hat sich von brennenden Holzbalken, die aus Dutzenden Schritt Höhe herabstürzten, treffen lassen, weil sie der Meinung war, dass Khajiit, der junge Herr Tomrat und ich in Gefahr gewesen wären. Ihr könnt euch sicher sein, dass Nimru ihr eigenes Leben durchaus definitiv schätzt, dass sie aber jene, die ihren Schutz genießen, auch mit unter Einsatz größter Gefahr ebenfalls zu schützen wird.
Gut, nun 50 Dukaten. Ja? Ich will nur nicht in lächerlichem Duell gegen überstarken Gegner gehen und sterben. Wenn nun, es wenn andere Möglichkeiten gibt. Natürlich, sollten sie fallen, schwächt das natürlich auch meine Sicherheit. Von daher bin ich auch daran interessiert, dass natürlich, dass es ihnen gut geht. Und 15 Dukaten pro Kopf ist keine kleine Summe. Wenn sie mir als gesamte Gruppe versichern, dass meine Sicherheit in oberster Priorität steht, wäre ich bereit, ihnen 15 Dukaten pro Kopf dafür zu zahlen, dass sie mich dorthin begleiten und mein Anwesen für mich sichern. Und der Wein. Genau. Und zuzüglich dazu, sobald die Produktion wieder am Laufen ist, sagen wir, alle drei, sagen wir mal Monate, wird für sie hier in Arevor, sollte das nicht möglich sein, in der nächsten Niederlassung ein Fass Bosporania-Wein auf sie warten. Und das für 10 Götterläufe, also sprich 10 Jahre. Retzan nickt zufrieden und guckt in die Runde. Dartan ergreift jetzt das Wort und fragt: Ich wäre mit dem Gesagten einverstanden, möchte aber noch 2 Dinge konkretisieren. Mhm. Gesetzt den Fall, wir gehen auf dem Weg zu eurem Anwesen an einem Haus vorbei, aus dem Hilfeschreie dringen. Mhm. Und gesetzt den Fall, ihr würdet uns dann damit beauftragen, dort Leute zu retten. Das würde dann unserem Auftrag, den wir mit ihnen haben, nicht zuwiderlaufen. Denn sie haben uns ja gesagt, dass wir jetzt einschreiten sollen, richtig? Das ist korrekt, aber ich, nun, in meinem Interesse ist es, so schnell wie möglich zu meinem Anwesen zu kommen, um dort möglichst viele gute Sachen vollbringen zu können. Von daher, ein solcher Auftrag würde dem ja zuwiderhandeln. Also, nun, Leben zu retten ist niemals etwas Falsches. Natürlich, doch sollte mein oder ihr Leben dadurch in Gefahr geraten, wäre es kontraproduktiv. Data nickt und fährt dann mit seiner Frage fort. Gesetzt den Fall, wir erreichen euer Anwesen und ihr schickt uns in die verschiedenen Gebäude, von denen wir vorhin sprachen, um sie zu sichern. Dann wäre es ja wieder euer Auftrag, dass wir das tun. Und wenn ihr euch dann allein in eurem Arbeitszimmer, das ihr dort sicherlich habt, einschließt, wäre das ja keine Verletzung unserer Pflicht, euer Leben zu schützen und das an oberster Stelle zu setzen, richtig? Ich will damit sagen, eure konkreten Aufträge, die ihr uns auf dem Weg und dann in eurem Anwesen gibt, schlagen das, was wir gerade vereinbart haben. Ich möchte nicht, wenn ich irgendwo jemanden aus einem Weinkeller verscheuche, mir hinterher sagen lassen, ich wäre von eurer Seite gewichen und hätte mich vertragsbrüchig verhalten, weil ja die oberste Priorität eure Sicherheit gewesen sei. Nun sollten wir dort ankommen und sie teilen sich als Gruppe auf und lassen mich alleine auf dem Hof stehen, dann wärt ihr vertragsbrüchig. Das ist richtig. Nun, sicherlich wenn wird's. Aber ein Gebäude schon gesichert ist und ich mich dort auch sicher einschließen, wie ihr sagtet, dort kann, dann ist meine Unversehrtheit ja gegeben. Solange ich nicht am Ende ihres Auftrags verletzt bin, ist ihr Auftrag erfolgreich. Will also heißen, wenn ihr uns unterwegs jetzt sagen würdet, geht am Straßenrand einen Strauß Blumen pflücken. Und wir würden das nicht tun. Warum ich das tun sollte, schon, aber ja, ja, nun, es ist reine Theorie. Aber wenn ihr das sagen würdet und wir würden dem nachkommen, dann würdet ihr hinterher nicht behaupten können, wir hätten uns vertragsbrüchig verhalten, denn wir hatten ja in eurem Auftrag diesen Strauß Blumen gepflückt. Darum geht es mir. Also, solange ich während eurem Blumenpflücken nicht verletzt werde, ja. Aha. Dartan guckt in die Runde. Ich möchte einen an meiner Seite haben, damit ich nicht verletzt werde. Also beim Blumenpflücken
bleibt einer von ihnen bei mir, um mich zu schützen. Und wenn ihr stolpert und euch den Knöchel verstaucht, das können wir nicht verhindern. Das ist richtig. Nun, Gewalt anderer mir angetan wird, formulieren wir es so. Mhm. Ja, guck Nimro an, weil sie gerade was angesetzt hatte. Man kann hier den Kratzer verhindern. Wenn wir angegriffen werden von vielen. Mhm. Ihr kommt lebend raus, habt aber Kratzer an Arm. Ihr versagt? Nun, sollte dieser Kratzer mein Leben beenden, weil es sich um ein Gift handelt und ihr nichts dagegen unternehmt, ja. Aber dafür, er zeigt auf Retzern, haben wir ja Heilkundige dabei, die sich mit so etwas auskennen. Wir können ja festhalten, dass solltet ihr eine schwere Verletzung erleiden, dann eben im Einzelfall von denjenigen, die dafür verantwortlich waren, euch in diesem Moment nicht ausreichend zu schützen, die Belohnung im angemessenen Maße reduziert wird. Aber ehrlich gesagt möchte ich persönlich sagen, dass ich das, dass ich bezweifle, dass es dazu kommt. Das klingt nach einer Vereinbarung, mit der ich definitiv einverstanden bin. Sollte ich Verletzungen haben, die jetzt natürlich über einen Kratzer am Bein hinausgehen, dass ihre Belohnung von 15 Dukaten pro Person gesenkt wird. Je nach Schwere meiner Verletzung. Outgame-Ebene formuliert, ich möchte damit auch sagen, dass wir, glaube ich, inzwischen bei anderthalb Stunden sind und wenn wir heute noch eine Folge aufnehmen wollen, sollten ja, wir langsam zum Ende kommen und Joko ist noch nicht mal hier. Ja, deswegen deswegen habe ich jetzt schon zum dritten Mal gesagt, klären wir die Details später. Mhm. Mhm. Auch wenn das für Retzer an Ingame überhaupt keinen Sinn macht, aber... ja, letzte Frage, die Datan, ja. Eine letzte Frage, der Datan, deutet auf den Edelsteinbeutel und sagt, und die Anzahlung können wir in jedem Fall behalten und müssen sie unter keinen Umständen zurückerstatten? Richtig, darum geht es bei einer Anzahlung. Natürlich sollten sie diese Edelsteine sich nehmen und dann fliehen, werde ich natürlich andere Leute ihnen hinterher schicken. Das ist richtig, aber ich meine, wenn wir, selbst wenn wir sie verletzt mit einem Beinbruch in ihr Anwesen schaffen, durch Fremdeinwirkung, durch Plünderer. Hat das mit der Anzahlung nichts zu tun, sondern nur mit ihrem ihrer Wein, ja. Der, Bereitstellung und ja. Dem 15 Dukaten pro Kopf. Das wollte ich hören. Sofern wir also, und Datan sagt einmal, und meine Begnadigung natürlich, in meinem konkreten Fall. Natürlich. Und wenn wir dann ich möchte Waffen behalten, die ich dafür bekomme, für Auftrag. Eine Waffe und ein Schild, konkretisiert Retzan mit Blick auf Nimro, ob sie damit einverstanden ist. No. Ja, gerne auch, auch zwei Waffen oder so. Aber eventuell im Tausch gegen Scheiben. Scheiben? Dukaten, Münzen. Ah, Münzen. Nun, eine einfache Ausrüstung kann ich ihnen definitiv gewähren, auch dass sie sie behalten können, sollte definitiv machbar sein. Für mehr müssten sie mit meinem Adjutanten sprechen, ob wir dies entbehren können. Aber eine Waffe, ein Schild, eine Rüstung sollte definitiv machbar sein, auch dass sie diese behalten können. Mhm. Gut. Dann müsste von meiner Seite aus nur noch die Sache mit Yuko geklärt werden. Sagt Datan und guckt in die Runde. Retzan nickt. Gut, dann sind wir uns einig. Nur den, wie gesagt, den Zeitpunkt unserer Abreise werden Sie bestimmen. Und das werden wir jetzt gleich mit dem jungen Herrn Tomrat überreden. Gut. Ja, damit haben wir jetzt ziemlich genau die anderthalb Stunde voll. Und ich bitte um Episodennamen. Es ist wieder mal ausgeufert. Ich hab's kommen sehen. Aber Verhandlungen. Irgendwie war das notwendig. Ah. Ich bleibe bei Vetter auf Härte. Fette Offerte, ja. Auch nicht schlecht. Mhm. Ja. Finde ich gut. Harte Verhandlung oder Adeligen Logistik?
Schon wieder, müssen wir Adlige durch die Gegend tragen. Für einen Sack voll Steine. Ich sehe Nimru schon mit dem Kerl auf dem Rücken irgendwie sich den Rücken und die Hände brechend irgendwo hochklettern, weil der es nicht hinkriegt. Ja, der nämlich zu dick ist dafür. Oder wir bauen den nächsten Aufzug. Das dauert aber. So einer Klippe in Aribo. Das dauert. Ich hätte offene Quests als Vorschlag. Ja. Ich glaube, ich bleib bei fetter Offerte. Aber Joko, Punkt, Punkt, Punkt. Bitte? Aber Joko, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, gut. Dann ist da was dabei, denke ich. Wir machen Schluss und ja, vielleicht schaffen wir es ja in den nächsten 5 Sessions dann irgendwann das Lager zu verlassen. Ich glaube nicht dran, aber wir arbeiten dran. Und wie wir dran arbeiten, wie erfolgreich wir sein werden, erleben wir ab dem nächsten Teil. Bis dahin. Mhm.